Ich sag hallo und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und somit auch den Weg zurückgefunden habt ins Let's Play Topspin Nummer 4. Letztes Mal ja blöd ausgeschieden im Halbfinale. Ich versau's mir echt immer wieder und wir schauen mal direkt in die E-Mails als allererstes hier in der Folge. Aber ich glaube, das ist wieder nur Kleidung. Spezialevent, Sponsoren, Herausforderung, das ist viel spannender. Sie haben die Herausforderung angenommen und kämpfen nun um einen Sponsorenvertrag mit dem besten Sportbekleidungshersteller der Welt. Wir hoffen, Sie erweisen sich einer Zusammenarbeit mit uns als würdig. Ja, mal gucken, ob eure Klamotten überhaupt was können, ne? Das ist ja auch nochmal eine Frage. Ja, Dezember 2011 steht an, unser erstes Jahr auf der Tour. Ist also fast rum. Wir nehmen wieder an einem Spezialevent teil und die sind aber hier noch geschlossen. Ich weiß gar nicht, was man dafür machen muss. Ein von Alloway organisierter Schaukampf zu Werbezwecken. Die Vertreter dieser Marke sind über deine Ergebnisse in den von ihnen gesponserten Turnieren hoch erfreut. Deshalb bieten sie dir dieses Match gegen Ricky Singleton, das Alloway-Gesicht dieser Saison, an. Format klassisches Tennis. Ein Satz aus drei Spielen, okay. Belohnung. Unten steht's. Dein Status ist noch nicht hoch genug, um Sponsorenherausforderungen zu bestreiten. Jetzt haben wir es also verstanden. Da machen wir mal, ein Hyper-Tiebreak über 20 Punkte. Puh, weiß ich nicht, ob das vielleicht zu lang wird. Hier ein Benefitspiel für medizinische Forschung, ein Ausdauermatch zugunsten der medizinischen Forschung. Das war ja dieses Produkt, wo wir nicht wussten, was das sein soll. Das Spiel ist sehr lang, Hyper-Tiebreak über 20, also über 20 Punkte, so ist die Betonung. Um den Zuschauern genug Zeit zu geben, um telefonisch für die beteiligten Unternehmen zu spenden. Naja, weiß ich nicht, das lassen wir jetzt erstmal. Machen wir mal hier was. Eine Werbekampagne für die Topspin-Liga. Die Topspin-Liga plant mit einigen vielversprechenden Talenten eine Werbekampagne, um den Fans ein junges Bild der Liga zu vermitteln. Du wurdest natürlich auch eingeladen, okay. Machen wir das mal. Sehr gut, erfolgreich absolviert. Haben wir wieder ein paar Fans dazu gewonnen. Das ist jetzt einfacher als so ein Hyper-Tiebreak wieder für irgendwas, wo ich dann, was uns nicht nach vorne bringt, sag ich mal, EP-mäßig war das jetzt auch nicht so viel mit 190. Spielen wir lieber noch ein Miner-Turnier und schauen mal, wenn wir ein schnelles Match machen, können wir vielleicht sogar noch ein zweites reinschieben. Ich habe es beim letzten Mal gesagt, ihr wisst, ich nehme den Part jetzt noch zusammen mit dem davor auf und darf das natürlich nicht zu lang werden lassen, damit ich es überhaupt noch gerendert und hochgeladen bekomme für die Woche. Und ich trete ehrlich gesagt lieber in Auckland, Neuseeland an. Neuseeland wäre ich auch mal fast im Studium gelandet. Ich hatte sogar damals einen Studienplatz in Wellington allerdings, nicht in Auckland, sondern in Wellington. Habe den dann aber wieder abgesagt, schlichtweg, weil ich mir dann überlegt habe, ich will dann doch nicht so weit fliegen irgendwie. Das ging mir dann alles auf den Keks, die ganze Zeitumstellung, und man fliegt ja locker 30 Stunden dahin. Wir spielen gegen Joseph Ngobeni aus Südafrika. Ich glaube, den hatten wir auch schon mal in einer der allerersten Folgen. Der ist uns mittlerweile natürlich unterlegen. Hat auch im ersten Turnier, genau, in den Houston Open im Halbfinale, ich glaube, da haben wir gegen ihn gespielt, haben verloren. Es wird also Zeit, Revanche zu nehmen gegen Ngobeni. Und ja, da müssen wir jetzt wirklich sagen, da müssen wir als Favorit reingehen und ihnen hoffentlich zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Das das muss jetzt unser Anspruch sein, hier diese Minor-Turniere zu gewinnen, damit wir uns unseren Platz auf der Major-Tour auch einfach verdient haben. Und ich hoffe, es geht los. Rasenserie, ist wieder ein Rasenturnier, sehr gut. Oh, der sieht aber... Das ist mal ein Rasen, oder? Der sieht aus wie geleckt, wie Teppich. Richtig schön hier. Auf so einem Geläuf, hätte ich jetzt was gesagt, würde ich auch mal gerne spielen. Das sieht richtig schön aus. Gerade in den letzten Wimbledon-Wochen sind die Rasenflächen ja immer total abgehackt am Ende. Das ist immer ganz schrecklich. Und kommt mir jetzt vom Gameplay sogar auch mal ein bisschen anders vor. Ich habe es ja mal gesagt, dass es mir sonst auf Sand und sonstigen nicht so vorkommt, aber das kommt mir jetzt hier relativ schnell vor. Spielen wir den mal als Slice ins Feld. 2-0, Volley, jawohl. Den rüber, wieder zu spät. Also die Schläge sitzen heute eher wieder fragwürdig, aber der war jetzt gut. Und den machen wir dann... Ich wollte ihn richtig, richtig hart reinprügeln. Genau wie den. Muss eigentlich gar nicht sein. Weiß ich nicht, warum ich da jetzt so viel riskiere.
Ich wollte mal so einen Powerschlag raushauen. So ein. Aber wenn er natürlich zu spät kommt, dann bringt er auch nichts. Schöner Schlag. Der gibt uns Zeit, uns wieder zu positionieren. Was? Nein, ich wollte ausholen. Was war das denn? Heidadei. Heidadei, Eiderdaus. Keine Ahnung. Blöd. Blöd, blöd. Also, habe ich hier wieder typischer Fehler. 2-0 geführt. Gedacht, das wird eine lockere Nummer. Und schon steht es 2-2. Und wir müssen uns reinhängen in die ganze Geschichte. So, jetzt aber. So, das reicht. 3-2. Müssen wir wieder unser Surf and Volley Spiel hier, ja, zu unserem Surf and Volley Spiel zurückfinden. Und so muss das laufen. Genau so und nicht anders. 4-2. Nochmal Service für uns. Rückhand in die rechte Ecke. Nach vorne gerückt. Punkt weggemacht. Jawohl. 2 schnelle Punkte am Stück. 2-mal richtig gut platziert die Schläge und dann macht Ngobeni natürlich gar nichts an der Stelle. Kann er einfach nicht, weil er nur hinterher gucken kann. Jetzt sogar der Return-Winner. Jetzt bin ich wieder drin im Match. Jetzt könnte es hier schnell, schnell zu Ende gehen. Fände es schön, wenn noch so ein paar Anzeigetafeln im Hintergrund wären. Wir sehen ja die Speed-Anzeige, 125 km/h. Ich fände es cool, wenn es noch die aktuelle Spielanzeige so irgendwie in der Ecke gäbe. Das, also den Spielstand. Fände ich ein cooles Feature. Oder wenn die Ballmädchen nicht nur da die ganze Zeit irgendwie rumhocken, sondern sich auch mal bewegen würden. Die sitzen da ja eigentlich nur am Netz. Weiß ich nicht, habe ich aber auch noch nie so richtig drauf geachtet, ob die dann zum Ball laufen, wenn man den ins Netz prügelt. Keine Ahnung, aber da bewegt sich irgendwie nichts. Das ist alles starr. Ja, ein bisschen bewegen sich da hinten die Linienrichter. Schaukeln da so ein bisschen, aber sonst scheint da nicht viel zu gehen. Da war wieder ein bisschen spät, aber gibt uns genug Zeit, ans Netz zu gehen. Und den kann er dann nur noch ins Ausspielen. 9-3, sechsfacher Matchball. Da haben wir uns jetzt wirklich, haben wir uns dann jetzt wirklich ein bisschen angestrengt. Jetzt sieht man hier den Seitenwechsel. Das ist tatsächlich passiert. Ist ja immer nach 6 gespielten Punkten wird die Seite ja immer gewechselt bei so einem Tiebreak. Wer es nicht wusste, weiß es jetzt. Und, wow, da brauche ich nicht ans Netz gehen, den kriege ich um die Ohren gehauen. Ja, und da seht ihr es, ich schlage den Ball ins Netz und bei den Netzkindern passiert halt gar nichts. Ist ein bisschen schade, aber kann man nicht ändern und das war jetzt wirklich nochmal ein schöner Punkt. Viertelfinale überstanden und wenn wir fix machen, würde ich sagen, können wir auch direkt noch das Halbfinale hinten dran klemmen. Und das geht ja sogar hier im Menü, indem man einfach hier die nächste Turnierrunde spielt. Haben wir da ein paar EP bekommen. Auf die Verbesserung verzichte ich jetzt an dieser Stelle mal und möchte dann direkt das Halbfinale spielen. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Es gibt, wie gesagt, die Funktion hier direkt das nächste Turnierspiel zu machen. Die werden wir heute mal wahrnehmen. Einfach damit wir nicht den Umweg übers Menü nehmen müssen und ich jetzt hier nicht zu viel Zeit vergeude. Hätte ich jetzt fast gesagt, vergeuden kann man nicht sagen, aber damit ich jetzt hier nicht zu viel Zeit verplemper und wir spielen mal wieder gegen Ian Willows, alter Bekannter. Ein Sieg, eine Niederlage steht für uns gegen ihn bislang zu Buche. Damals das erste Spiel haben wir verloren, dann haben wir ihn geschlagen oder andersrum. Eins von beiden wird es gewesen sein, ich weiß es nimmer. Auf jeden Fall haben wir ihn einmal geschlagen, einmal verloren, das weiß ich. So viel ist mir noch bewusst hier von der ganzen Geschichte. Und da wollen wir natürlich die Serie jetzt, die interne gegen den Ian heute zu unseren Gunsten ausschlagen lassen, indem wir den zweiten Sieg gegen ihn einfahren. Platz gut wie eh und je, also keinerlei Kratzer im Rasen hier. Und jetzt gehen wir mal nach vorne. Ja, war vielleicht nicht die beste Situation, um nach vorne zu gehen. Und dann wären wir auch passiert. Bin ich selbst schuld, er stand in der Mitte, kann sich die Seiten, ja nicht nur die Seiten aussuchen, sondern er kann natürlich vor allen Dingen die Volleys gut parieren, wenn er in der Mitte steht, einfach weil er keine weiten Wege nach rechts oder links gehen muss. Jetzt probieren wir es aber nochmal und der geht ins Aus. Habe ich den Ball kurzfristig ein bisschen aus den Augen verloren. Ist natürlich ein bisschen tricky hier mit dem Grün, obwohl die gelbe Filzkugel hier eigentlich gut zu sehen ist. Vielleicht bin ich auch einfach nur blind hier um die Uhrzeit. Mag auch sein und das muss jetzt auch der Angriffsschlag sein. Und das muss der Passierschlag sein. So schnell kann es gehen. Habe ich gedacht, das wäre ein guter Angriffsschlag, aber den hat er, da stand er schon relativ gut zum Ball und dann, ja, gibt es den zweiten Passierschlag. Also unsere Netzangriffe hier überhaupt noch nicht erfolgreich.
jetzt probieren wir es nochmal. Und ja gut, da hat der Cross-Schlag an sich schon gereicht. Richtig gut standen wir da auch wieder nicht am Netz. Also das ist noch nicht optimal hier. So, Powerschlag. Zu früh, macht nichts. Er steht einfach im anderen Eck. Wir können Cross spielen. Passt. Endlich wieder die Führung. Wupp, wupp. Was mache ich denn? Also, der scheint darauf eingestellt zu sein, dass wir ans Netz kommen, beziehungsweise die, ja, ich präpariere das einfach nicht so stark hier. Die Bälle sind einfach nicht gut genug, dass ich ans Netz gehen könnte. Der muss jetzt eigentlich gut sein. Da brauche ich gar nicht mehr hinterhergehen, der reicht schon an sich. War echt ein schöner Schlag. Aber die Netzangriffe, die sind fatal hier im Moment. Und auch der geht ins Aus. 4-4, also deutlich schwierigere Nummer, als ich angenommen hätte, ehrlich gesagt. Da habe ich mich einfach schon auf einem höheren Level gesehen, so die letzten Spiele. Vielleicht werde ich hier jetzt mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen komplett zurückgeholt und geerdet. Das wäre natürlich bitter. Also jetzt hier... Nein, nein, da ist alles frei. Ich kann mich stellen und verhau dann auch diesen Volley. Also da geht echt gar nichts. Immerhin der Return-Winner jetzt. Also das wird ein ganz enges Match hier, ne? Da beißt die Maus mal wieder keinen Faden ab. Habe ich mir ehrlich gesagt anders vorgestellt. Habe ich gedacht, okay, im Finale wird es vielleicht schwierig. Einfach weil die letzten Spiele gegen gleichwertige Gegner so gut liefen. Und auch gegen den Ngobeni hatten wir jetzt eben nur anfangs ein paar Probleme und dann sind wir ihm ja davongezogen. Aber gegen den Willows hier, puh, meine Herren, der landet zum Glück noch im Feld. So, und der müsste es doch jetzt eigentlich sein. Genau. Boah, da kommt er sogar noch ran hier. Und den kriegt er auch noch. Nee. Oh, der Volley war alles andere als gut, weil ich überhaupt nicht mehr damit gerechnet habe, dass der noch an den Ball kommt. Meine Herren. Hier, da habe ich gedacht, der ist weg. Den hat er schon fast abgeschenkt. Und dann kriegt er ihn noch. Und dann spiele ich einfach nur so ein, ja, so ein willenlos Volley da in die Mitte. Wenn er da auch noch dran gekommen wäre, dann hätte ja. Dann hätte es schlecht ausgesehen in dem Punkt, weil dann hätte er mich wieder gut passieren können. So, jetzt treffe ich die Bälle natürlich zum Glück gut. 8-5, jetzt setzen wir uns das erste Mal ein bisschen ab hier im Spiel. Ist das die Phase, in der wir für die Entscheidung sorgen können? Ich hoffe es. Rückhand, Return, katastrophal. Der Longline-Schlag dafür umso besser. Und jetzt spiele ich ihn mal kurz. Ja, das war eine Einladung eigentlich. Aber er rückt mich richtig nach. Das war jetzt gut für uns. Macht da in dem Moment auch einen Fehler. Und jetzt gehe ich nochmal ans Netz, jetzt probiere ich es nochmal und jetzt sitzt der Volley endlich. 4 Matchbälle haben wir dann doch erreicht und das müsste doch gegen den Ian Willows zu machen sein. Vielleicht können wir direkt den ersten verwerten, wieder ein schlechter Return und dann bewege ich mich in die falsche Richtung. Also der ersten Matchball total verhunzt, aber wir haben ja noch einen zweiten und auch den verhauen wir. Jetzt müssen wir dann langsam mal sehen, dass wir einen nutzen. Da kann man jetzt schon fast sagen, können wir froh sein, dass ich so in der Zeit davor genügenden Vorsprung rausgeholt habe. Und jetzt ist es dann zum Glück doch passiert. 10-7, günstig gelaufen am Ende hier. Den letzten Punkt nochmal gut gemacht. Aber da habe ich dann nochmal ein ganz bisschen in den Schlinger gekommen. Aber ab dem 5-5 lief es eigentlich gut für uns, beziehungsweise für mich. Ich spiele ja aber in so einem Let's Play, spricht man ja eher immer was ist es denn? In der ersten Person Plural. So, und haben genügend EP für die nächste Stufe erreicht. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Dann pimpen wir nochmal unseren Spieler fürs Finale. Und das gibt's dann wieder in der nächsten Folge Topspin Let's Play. Und ich hoffe, euch hat die Folge hier trotzdem unterhalten können. Auch wenn es nur ein Minor-Turnier war, da müssen wir natürlich auch durch. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ihr wisst, wie es läuft. Und dann bin ich jetzt endgültig raus. Sagt ciao, tschö, treibt's nicht zu bunt. Euer Mo.